Ich habe meine erste Rede in diesem Haus im Januar 2012 gehalten und da ging es um den Iran, da ging es um die Sanktionen. Und ich habe seinerzeit eine Position dagegen bezogen, dass wir eine militärische Option in unsere Resolution aufnehmen. Seit dieser Zeit hat sich sehr vieles verändert. Und es haben jene Recht bekommen, die gesagt haben, man könne durch Gespräch, Dialog, Diplomatie, ähnlich der Ostpolitik, versuchen, Standpunkte aufzuweichen. Also nicht Abschreckung, sondern Wandel durch Annäherung. Wir haben in diesem Haus auch oft darüber gerungen, ob wir eine Reise in den Iran machen sollten als Delegation des Europäischen Parlaments. Wir haben es schließlich dann nach vielem Hin und Her getan. Ich bin sehr froh, dass diese Atomfrage gelöst wird, weil das war sozusagen der gordische Knoten und möchte mich bei der Hohen Repräsentantin dafür bedanken, dass sie dieses diplomatische Geschick bewiesen hat. Die Tür ist offen, aber es ist noch kein neues Kapitel in den Beziehungen zwischen Europa und dem Iran begonnen. Das ist auch nicht verwunderlich nach 30 Jahren Isolation. Und dieser Prozess ist voller Chancen und voller Risiken. Wir haben heute viel über die Risiken diskutiert, aber es gibt auch Chancen. Es gibt gemeinsame Sicherheitsinteressen in der Region. Es gibt das organisierte Verbrechen der Drogenkriminalität, das wir gemeinsam bekämpfen müssen. Es gibt ökonomische Chancen und es gibt vor allem auch Chancen in der Wissenschaftskooperation. Die erste Frau, die einen Nobelpreis in Mathematik verliehen bekam, war eine Iranerin. Also diese Chancen bestehen. Ich glaube aber auch, dass wir die Frage der Menschenrechte in aller Offenheit ansprechen müssen. Und ich wünsche mir, dass wir es sehr bald erleben werden, dass wir hier in diesem Haus Nasrin Sotoudeh und Jafar Panahi, die beiden Sacharow-Preisträger, persönlich zu ihrem Preis beglückwünschen könnten. Das wäre, glaube ich, auch ein Durchbruch in den weiteren Beziehungen zum Iran. Danke.